Hochzeit machen, das ist wunderschön. Also wundern Sie sich nicht, dass diese Erkenntnis auch in der bekannten Prager Kaufhalle zum entschlossenen Handeln einiger Frauen hinterm Ladentisch geführt hat. Mit dem Lagerverwalter Oskar hat es angefangen, der auf unserem Bild gerade die weisen Ratschläge der Kollegin Anna Holubowa bedenkt. Nun wartet er schon täglich darauf, Vater zu werden. Zu aller Überraschung hatte Amor auch die Oma Kubankova ins Herz getroffen. Sie aber hat es nicht lange zu Hause ausgehalten und regiert nun nach wie vor an der Flaschenannahme. Im Hintergrund erkennen Sie die Kassiererin Sonja. Sie hat sich kürzlich verlobt und die Hochzeit steht ins Haus. Die neueste Neuigkeit aber ist, dass Olina heiraten will. Tatsächlich ist sie entschlossen, auf alle Verehrer zu verzichten und sich mit einem zu begnügen. Ob das gut geht? Und Anna Holubowa, wenn es nach Tochter Michala und Sohn Petja ginge, sollte sie lieber heute als morgen ihren Ex-Gatten Jirji erneut ehelichen. Annas innere Zerrissenheit bleibt nicht ohne Auswirkungen auf ihre Umgebung. Das spüren vor allem ihre Kollegen. Jirjina vom Gemüsestand und nicht zu vergessen Václav Karasch, der Chef der Kaufhalle. Die brauche ich dringend. Wofür denn, Olli? Ein Kuchenteller für die Leute, die Hochzeitsgeschenke bringen, aber nicht eingeladen sind. Da brauchst du so viele? Na sicher. Wenn ich allein an die vielen verschmähten Verehrer denke. An die habe ich nicht gedacht. Na und die Mädels, wenn ich nichts anschleppe, sind bis in die Steinzeit sauer. Und die Mlynarczowa war erst, aber die ist sowieso sauer auf mich. Wo soll denn das hin? Da sind Pappteller, wie Sie sehen. Natürlich sehe ich, dass das welche sind. Materialeinsparung. Ich hebe sie auch für besondere Gelegenheiten. In der Garderobe? Wir hatten an Brötchen mit Ungarischer gedacht. Aber wenn Sie wollen, können Sie sie gerne im Büro aufheben. Sind Sie nicht ganz bei Verstand? Im Büro kann man kaum treten und ausgerechnet da wollen Sie Ihre Pappteller unterbringen. Guten Abend, bitte sehr. Guten Abend. Bitte sehr. Bitte sehr. Guten Abend. Guten Abend. Feierabend, junger Mann, wir schließen jetzt. Bitte entschuldige Sie, Chefin, aber ich will überhaupt nichts kaufen. Tja, was wollen Sie denn dann? Ich bin wegen einer persönlichen Beratung hier. Sagen wir besser intime Beratung mit Fräulein Skarapessowa. Tja, wenn das so ist, dann bitte. Kolossal beeindruckt. Madame. Guten Abend. Guten Abend. Sind das Delikatessen? Ja, wünschen Sie etwas? Wenn das welche wären, schöne Frau, dann würde Fräulein Olina hier stehen. Ich werde sie rausrufen. Sehr nicht verbunden. Nötig, ich bin schon da. Ahoi, Fanny. Kannst losgehen? Ich bin gleich fertig. Anna, das ist Fanny. Fanny, das ist Frau Holubowa. Das freut mich sehr. Ganz im Gegenteil. Die Freude ist auf meiner Seite. Möchtest du nicht mal was kosten? Ich? Warum? Schönen Feierabend. Macht's gut. Ahoi. Und tschüsschen. Erstens habe ich keinen Hunger und zweitens, wozu ist sowas gut? Was denn, kaufen Sie sowas nie für sich? Nö, wenn ich Hunger habe, nehme ich mir ein Stück Fleisch und Brot und wenn ich Durst habe, trinke ich eine Flasche Milch. Fanny ist so eine Art Naturmensch, weißt du. Fahren wir nun oder nicht? Natürlich fahren wir. Warte draußen auf mich, Fanny, ja? Tschüss, war mir eine Ehre. Auf Wiedersehen. Tschüsschen. Na, Anna, was sagst du? Naja, zweifellos ein ganz origineller Mann, aber leicht wirst du es nicht mit ihm haben. Wie leicht? Warum? Ich glaube, der ist ein Typ, der sich kaum in ein Ehekorsett reinpressen lässt. Je, Anna, den nehme ich doch nicht. Ich nehme doch den Jaromir. Wenn das so ist, was macht der dann hier? Na, so, er ist aufgetaucht, ganz überraschend, weißt du. Aber dass ich heirate, muss ich ihm ganz schon beibringen, sonst springt der arme Kerl in die Moldau. Du hast vielleicht Nerven und das kurz vor der Hochzeit. So ein Jung wie ihn trifft man im Leben nur einmal und nie wieder. Damit ist unser Programm beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht. Schon halb elf, Michala. Du solltest endlich schlafen gehen.
Sagt mal, was meint ihr? Wäre ich nicht eine ganz passable Fernsehansagerin? Ganz bestimmt. Und du würdest es besser machen als manche von denen da. Ich glaub's auch. Ich hab's heute Nachmittag probiert und bin nicht einmal stecken geblieben. Sieh zu, dass du erst mal dein Abitur ordentlich machst. Auch eine Fernsehansagerin braucht eine abgeschlossene Ausbildung. Ach wo. Sie lesen ab oder sagen auswendig, was andere für sie schreiben. So ist es. Wichtig ist einzig und allein der Zauber der Persönlichkeit. Bei den Fernsehansagerinnen merkt man genau, ob sie was im Kopf haben oder nicht. Gute Nacht, mein Schatz. Ahoi. Sag mal, gehst du nicht ins Bett? Ich will erst warten, bis sie schläft. Warum? Damit sie nicht merkt, dass ich nicht bei dir schlafe. Mami. Was ist? Jetzt kannst du gehen. Und bleiben könnte ich nicht bei dir? Nein, du kannst nicht bei mir bleiben. Gute Nacht. Gute Nacht. Kollege Karasch, wissen Sie, dass Ihnen der Großvater sehr gut steht? Naja, wissen Sie, das ist nicht meine Enkelin. Natürlich weiß ich. Nur wer Sie so ansieht, dem kommt an Ihrer Großvaterehre kein Zweifel. Ich habe ja bald selber keinen Zweifel. Sie werden es kaum glauben, aber die Kinder machen mit einem, was sie wollen. Wem sagen Sie das? Na gut, wie du willst, aber merk dir, bereuen wirst du, nicht ich. Guten Tag. Guten Tag. Ahoi, Maminka. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Ist lieb von dir. Halt mal. Es hat sich so ergeben. Danke dir. Was ist denn das? Eine Kleinigkeit für die Kinder. Nichts Besonderes. Das hebe ich aber für Weihnachten auf. Wo gibt's ihnen gleich? Ich bitte dich. Ich denke doch, vor Weihnachten werden wir uns noch mal sehen, was? Deine alte Mutter mal anzurufen, auf die Idee kommst du ja nie. Du denkst wohl, deine Hand würde davon abfallen. Ich weiß wirklich nicht, was ich zuerst machen soll. Mhm. Und außerdem, hier geschieht nichts. Alles wie gehabt, nichts Neues. Was heißt alles wie gehabt? Was ist hier los? Möchtest du mir das vielleicht näher erklären? Was denn zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Wie ihr hier lebt zum Beispiel? Wie du siehst, vollkommen normal. Und das hast du dem Karel auch gesagt? Mhm. Und was sagt er? Naja, was schon. Er akzeptiert es. Moment mal. Er akzeptiert es, hast du gesagt? Was heißt das? Er akzeptiert es ganz einfach. Mit anderen Worten, er rauft sich nicht die Haare. Er wirft sich nicht vor den Zug und er würgt mich nicht. Sag mal, weiß er, dass Jerzy nur wegen der Kinder wieder bei dir ist? Ja, er weiß es. Und er hat nicht versucht, dich zu überreden? Nein. Und er holt dich auch nicht mehr ab von der Kaufhalle? Nein.
Du sagst das so, als würdest du auch gar nicht darauf warten, Andulka. Ich warte nicht. Moment. Das heißt also, nun hat die liebe Seele Ruhe, wenn ich richtig verstehe. So ziemlich. Und hier herrscht Ruhe und Ordnung. Mhm. Mhm. Eitel Harmonie und Wohlgefallen. So ist es, Maminka. Pardon. Andulka, ich muss noch zur Post fahren. Soll ich was mitbringen? Danke, ich brauche nichts. Na dann, ahoi. Na dann. Wiedersehen. Wiedersehen. Na und er? Ist er brav? Oh ja. Fragt sich nur, wie lange er das durchhält. Omi, soll ich raten, was du mitgebracht hast? Zuerst sagt man mal guten Tag. Und außerdem ist die Omi nicht verpflichtet, ihr jedes Mal was mitzubringen. Schenkst du ihr denn jedes Mal was? Kann ja nicht. Bin ja noch nicht berufstätig. Na. Na, was sagst du dazu? Hübsch, nicht? Ist schick. Mhm. Und Kaugummi hast du nicht mit? Petja. Hab ich nicht. Ist ja gar nicht wahr, dass du keinen mitgebracht hast. Ihr werdet dich helfen. Du Schweg, du Kleiner. Du bekommst ihn schon, deinen Kaugummi. Aber erst will ich sehen, wie du es mit der Ordnung hältst in deinen Heften und in deinem Zimmer. Wenn es in meinem Zimmer unordentlich ist, dafür kann ich nichts. Da ist Vati dran schuld. Einen Augenblick, mein Schatz. Ich komme gleich wieder. Was steht denn da in Petjas Zimmer? Was meinst du? Na, die Couch. Was macht die Couch da? Was soll sie da machen? Da schläft Jaka drauf. Er schläft also nicht bei dir? Nein, Mutter. Du hast richtig verstanden, er schläft nicht bei mir. Will er nicht? Ich will nicht. Und das ist für dich normal und in Ordnung? Wäre es nicht besser, das Thema endlich zu wechseln? Ist schon wieder eine neue Frau im Spiel? Weiß ich. Heißt das mehr ja oder mehr nein? Maminka, sag schon, worum es dir geht. Worum es mir geht? Es geht mir darum, dass ich eine dumme Tochter habe, die glaubt, dass sie nicht nass wird, auch wenn sie schon bis zum Hals im Wasser steht. Kann nicht anders, Mami. Ich muss mich nehmen, wie ich bin. Und den Champagner? Wir haben ja den Champagner vergessen. Wie viele Flaschen möchten Sie? Alle Sorten, die Sie haben. Mindestens 30 Flaschen. Wie viel? 30. Mein Gott, viel zu wenig. 30 haben wir allein schon eingeladen. Stell dir vor, wenn dann noch die Jungs vom Bau kommen. Wir nehmen 50. 50, bitte. 50? Ich werde nicht wieder. Es geht mich ja nichts an, aber blechen das die Eltern? Von wegen die Eltern. So wie die gebaut sind, würden die uns was husten, aber nicht zahlen. Nein, unsere Hochzeit riecht nur schon alleine aus. Das kostet aber ein paar Riesen. Ja, sicher doch, aber wer nicht gerade zwei linke Hände hat, lässt sich nicht vom Geld tyrannisieren, stimmt's? Den Rest packe ich in den Karton. Ja, danke. Man heiratet doch nur einmal und daran will man schließlich sein Leben lang denken. Geben Sie uns noch 3 Kilo gesalzene Erdnüsse. Ja, 3 Kilo, bitte. 2. Ja. 4. Hoffentlich gehen die auch rein. Und das wären 8. Ja, also noch 7, danke. So. Grüß dich, Olli. Ahoi. Einen Kammerbier bitte noch. Ja. Du hast aber heute verkauft. Ja, ja. Vorhin waren 2 hier. Da hat's mir den Atem verschlagen. Dass dir was den Atem verschlägt, Olli, das gibt's. Weißt du, sie feiern morgen Hochzeit und das mit einer Hucke voll Freunden. Könnte fast neidisch werden. Auf dich wartet doch die bestausstaffierte Hochzeit überhaupt, oder nicht? Sieht so aus, als wär's an dem. Bitte schön. Anna, weißt du, um was ich dich bitte? Woher soll ich das wissen? Bitte komm zu meiner Feier. Meinst du das im Ernst? Ja, ich meine das völlig ernst. Siehst dir mal an und dann sagst du mir, was du von der ganzen Sache hältst. Mit anderen Worten, ich soll dir auf deiner Hochzeit sagen, ob du heiraten sollst oder nicht. Nein. Mir diesen Schritt ins Leben auszureden, das schafft sowieso keiner. Weißt du, ich habe Angst davor, allein zu sein. Ich brauche wenigstens einen Menschen, einen vernünftigen, normalen Menschen um mich. Denn meine ganze Sippe ist völlig Mischugge. Und die von Jaromir auch. Und dieser normale Mensch, das soll ich sein. Hm? Natürlich. Wenn ich mir überlege, was ich mit meinem Leben so anfange, kann es mit meinem Verstand nicht weit her sein. Sie wünschen bitte? Danke, nichts. Anna, ich bitte dich um alles in der Welt.
Klemm dir deinen Mann, deinen Sohn und deine Tochter unter den Arm und komm. Bitte, lass mich nicht hängen. Ich werde mal mit Michaela sprechen. Vielleicht interessiert es sie, mal eine richtige Hochzeit. Na bitte, sag ich's nicht. Dem Mädchen kann geholfen werden. Am Samstag, 9.30 Uhr, am Altstädter Rathaus. Dort siehst du die Verwandtschaft mit Kind und Kegel. Die Zahl übertrifft die aus der Vorzeitsaga beträchtlich. Olli? Ja? Ist er in letzter Zeit hier gewesen? Wen meinst du? Ah, Karel, ja? Bei mir nicht. In meiner Schicht ist er nicht gewesen. Sieht so aus, als würde er uns aus dem Weg gehen. Genau das macht er. Also dann Samstag, 9.30 Uhr. Schamoking und Reifrock erwünscht. Samstag unmöglich. Der Jugendverband veranstaltet eine Dichterlesung und als Stellvertreter habe ich die ganze Leitung in der Hand. Sprich doch mal mit deinem Herrn Gemahl. So? Mami, ich komme mit zur Hochzeit. Fein, Petja. Du wolltest doch mit den Kubalas zur Hundeausstellung. Oh, dann gehe ich lieber zu den Hunden. Also dann werde ich am besten allein gehen. Du hast doch sicher keine Lust, Jerzy. Das kannst du nicht. Es würde ja aussehen, als ob du eine Witwe wärst oder keine Familie hast. Na? Na, meinetwegen. Ach, du warst so umlagert, ich hab's einfach nicht geschafft, mich nach vorn zu kämpfen. Olli, toi, 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 ich wünsch dir eine harmonische Ehe. Auf alle Fälle eine bessere, als es meine war. Danke. Sieht ja viel älter aus. Das finde ich nicht. Und ich bin auch nicht zu jung für ihn. Ach, überhaupt nicht, genau richtig. Das wird ein schwerer Schlag für die Halbleiterbranche. Na, ich übernehme doch jetzt seine Leitung. Habt ihr ein Auto hier? Haben wir. Dann schließt euch der Karawane an. Sollten wir uns nicht lieber jetzt gleich verabschieden? Nein, Anna, nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich brauche dich doch gerade zu Hause. Guten Tag, mein Glückwunsch. Ach so, Jaromir, das ist Anna. Wenn du bei mir etwas erreichen willst, musst du dich immer zuerst an sie wenden. Ich danke Ihnen, Frau. Das ist ein Rat, den ich mit großem Vergnügen folgen werde. Ich frage dich nur, ob der Rat gut ist. Das sind Ollis Ratschläge immer und darauf trinken wir nachher ein. Wartet doch, wollen wir uns nicht noch mal in Positur stellen? Ich fürchte, die Fotografen haben den Ernst der Stunde noch nicht so ernst genommen. Onkel Wender. Früher war er im Esplanat. Jetzt hat er eine Kneipe gegenüber vom Bahnhof, verkauft Würstchen, Bier und Kaffee außer Haus und hat jetzt in der Woche, was er früher im ganzen Monat hatte. Anna, dreh dich doch mal um, da rechts unten. Das ist unsere Martitschka. Ja, die so vornehm tut, die war beim Gemüse. Eigentlich ein feiner Kerl. Sie hat 18 Monate gebrummt wegen... Da war was mit Tomaten und Knoblauch. Das ist ein Kreuz.
Und links neben dir, dem geht's am besten. Uronkel Schender, Dispatcher beim Lastentransport. Mit dem teilen alle Chauffeure, die noch eine Extratour fahren wollen. Und die Dame da, hinter dir. Oh Mann, oh Mann. Mein Schicksal, Fanny. Mein Schatz. Die Besonderheit liegt nicht darin, wie genau der Vogel navigiert und sich dabei nie irrt, sondern darin, dass er seine Wege vorab berechnet, mit der Wettervorhersage koordiniert. Guten Tag. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn ich mich hierher setzen dürfte. Vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Möchten Sie uns nicht sagen, was Sie wollen? Moment, Väterchen. Grüß dich, Olli. Ahoi, Fanny. Was machst du? Wie du siehst, ich heirate ein bisschen. Hab's gemerkt. Und mich lädst du nicht ein? Ich hab gedacht, du hältst nichts von solchen Dingen. Hast recht, eigentlich nicht. Schon gut, Maminka. Das bringt Olli selbst in Ordnung. Hallo, mein Herr. Kral, mein werter Name. Werter Herr Kral, was wollen Sie hier? Kosten will ich. Und mich unterhalten, liebe Frau. Sind Sie eingeladen worden? Ich bin fest davon überzeugt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, wie können Sie es dann wagen, so einem Aufzug hierher zu kommen, Herr Kral? Entschuldigen Sie bitte vielmals. Aber sehen Sie, der Anzug ist doch sauber. Die meisten Löcher habe ich zugezogen. Das heißt, ich habe mich doch in Galla geschmissen, nicht wahr? Für Ihre dummen Witze, junger Mann, bin ich wohl etwas zu alt. Wir haben jeden Heller zusammengekratzt, um für unsere Tochter eine würdige Feier zu arrangieren. Wenn Sie wüssten, was so etwas kostet, nur so ein Fetzen, die Augen würden Ihnen übergehen. Klamotten. Und wie haben wir gedarbt, damit wir das Haus bauen konnten? Jeder einzelne Sack Zement musste aufgetrieben werden. Jeder Stein, jedes Brett, die Türen, die Fenster. Alles Klamotten, alles bloß Klamotten. Ich brauche mich nur im Hause umzusehen, um zu wissen, wo das Geld geblieben ist. Und dann das Essen kochen für die Handwerker. Aber wir haben es geschafft, allein. Liebe Frau, was Sie da aufzählen, das sind doch alles bloß Klamotten. Haben Sie nichts anderes auf der Palette? Sagt mal, versteht das einer von euch? Was will er denn immer mit den Klamotten? Du, Olli. Lad mich bloß nie mehr ein. Jaromir, mach was! Was soll ich machen? Willst du ihn laufen lassen? Aber versteh doch, Maminka, es hätte doch gar nicht besser ausgehen können als so. Zu diesem Skandal sagst du, es ist gut ausgegangen? Jeder Mensch hält etwas im Leben für wichtiger als alles andere. Und für jeden ist das was anderes. Für sie, für mich, für Olenka und auch für diesen jungen Mann da eben. Stell mich nicht mit diesem Gammel auf eine Stufe. Und merk dir eins, Jaromir, wenn eure Ehe mal ein schlechtes Ende nehmen sollte, dann ist es allein deine Schuld. Jaromir, Gott sei mit dir. Du wirst es nicht leicht haben. Ist das nicht unwahrscheinlich süß, was der sich getraut hat? Ist das der Svatja, von dem du mir erzählt hast? Svatja? Nein, Svatja nicht. Olli, lieb von dir, dass du mir alles erzählst. Thank you.
Schwiegervater. Auf Ihr Wohl. Vielen Dank. Können Sie sich denken, weshalb ich Sie entführt habe? Überhaupt nicht. Und dabei ist es so einfach. Ich bin auf der Suche nach einem Menschen, der versteht, warum ich vorhin so gehandelt habe. Ich habe die Olinka genauso gern. Ich verstehe sie völlig. Ja, völlig? Ja, völlig. Sehen Sie, genau das ist es. Ich möchte Ihnen einen Kuss geben und Jarom mir zu Ihnen. Ich bin schon völlig durcheinander, ich glaube. Und ich sag zu Ihnen Andulka. Ach, Jarom, ihr verführt dich? Das ist einfach umwerben. Kinder, liebt euch. Ich segne euch. Ich glaube, ich sollte mich mal nach meinem Begleiter umsehen. Schließlich ist er auch mein Chauffeur. Du willst schon nach Hause? Ja, aber wenn du noch bleiben willst... Nein, ich will nicht. Selbstverständlich komme ich mit. Na schön. Du willst ja nicht etwa fahren? Klar. Hab doch kaum getrunken. Ich will nicht. Lass ihn hier, wir laufen. Was haben Sie denn, Fanny? Nichts. Was soll schon sein? Ich habe noch nichts erreicht im Leben. Jedem liegt das Lernen nicht. Aber deshalb nimmt man doch nicht Brillenhaine mit Titel. Wie war's denn, Mami? Sehr schön. Ich werde dir morgen alles erzählen.
Den Wettbewerb habe ich gewonnen. Sie werden es sogar im Rundfunk senden. Meinen Glückwunsch. Hm. Schlaf gut. Sag mal, willst du jetzt noch Fernsehen? Sie wiederholen jetzt die Leichtathletik vom Nachmittag. Vielen Dank. Gute Nacht. Gute Nacht. Anna, möchtest du mich nicht was fragen? Ich wüsste nicht was. Nach dem Intermezzo auf der Terrasse. Das geht mich nichts an. Es geht dich was an, gerade dich. Schleise, das verstehe ich wirklich nicht. Dann werde ich dir erklären. Verstehst du nicht, dass du mich durch dein Verhalten dazu provoziert hast? Ja, glaubst du denn wirklich, ich bin aus Holz? Dann sag mir doch gleich, dass ich dir als Mann zuwider bin. Sag mir, dass ich gehen soll. Ich hab's dir doch gesagt. Ja, aber ich habe gehofft, dass wir noch einmal von vorn anfangen können. Und ich, Dummkopf, wollte dich durch Eifersucht aus deinem Schneckenhaus locken. So, wolltest du. Ja. Du glaubst mir also nicht. Leider nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Ach, ihr habt mich munter gemacht. Also nichts mit Gute Nacht. Michaela, warum schläfst du nicht? Ich erwarte von meinen verdienstvollen Erzeugern stürmische Ovationen. Also, Micha, stürmische Gratulation. Während du uns mit deiner dramatischen Schilderung in Atem hältst, haben Mamika und ich Gelegenheit, uns ein fantastisches Geschenk auszudenken. Hattest du Lampenfieber? Kein bisschen. Und wegen des Geschenks braucht ihr euch gar nicht erst anzustrengen. Ich hab mir schon was ausgedacht. Wie geht dran, was? Alle Vorschläge wie T-Shirt, Skischuh und so weiter werden abgelehnt mit der Begründung, das kriege ich sowieso. Ziemlich unverfroren. Ich habe mir gesagt, dass ein Sieg etwas sehr Schönes ist. Und dass es ja gar kein Geld und keine profanen Dinge sein müssen, mit denen man ausgezeichnet wird. Und ich möchte, dass mein Preis groß und symbolisch ist. Für mein Leben. Spann uns doch nicht länger auf die Folter. Eigentlich ist es ganz einfach. Ihr richtet eine Hochzeit für mich aus. Was ist? Sag bloß, du willst heiraten. Ich will nicht heiraten. Ich wünsche mir eure Hochzeit. Wessen Hochzeit? Was meinst du damit? Na, das ist aber eine Frage. Ihr seid doch immer noch geschieden, also wünsche ich mir Trauzeuge bei eurer Hochzeit zu sein. Bei eurer zweiten Hochzeit, um genau zu sein. Den Preis... Den habe ich nämlich für den novellistischen Beitrag Was hat mich in diesem Jahr am meisten beeindruckt bekommen. Und dieser Beitrag handelt von euch. Von eurem Wiederfinden. Mischka, über uns hast du... Über uns? Wieso nicht? Das sind doch unsere ureigensten Angelegenheiten, Michaela. Ihr denkt antik. So etwas tut man nicht, nicht wahr? Wir jungen Menschen aber sagen, im Gegenteil, man muss darüber sprechen... Denn nur so kann man alles klären. Michaela, bestimmt ist da was dran. Ich meine, wir sind nicht böse mit dir, denk das nicht. Man kann ruhig darüber sprechen, nur so einfach ist das nicht. Das meine ich ja mit antikem Denken. Nur nichts einfach sehen, alles komplizieren. Ich glaube aber, dass es mehr als einfach ist. Ist etwas geschehen? Ja, gewiss. Habt ihr euch verziehen? Ihr habt euch verziehen. Also ich möchte das Datum eurer Hochzeit wissen und basta. Mischka, weißt du, du hast Mamika und mich etwas überrumpelt und wir reagieren noch sehr sensibel auf alles Mögliche. Wir müssen erst eine Barriere überwinden. Du musst uns noch etwas Zeit lassen. Wie viel braucht ihr? 24 Stunden, ja? Ich meine,
48. Also gut, 48. Aber keine Minute länger. Gute Nacht. Gute Nacht. Ich danke dir, Jerzy. Ist schon gut. Schließlich, vielleicht sollten wir der Kinder wegen, rein formal natürlich, vielleicht... Rein formal, also so wie jetzt, meinst du, ja? Bei dieser Komödie spiele ich nicht mit. Nur einem Hund kann man eine Marke umhängen und damit Besitzansprüche anmelden. Ahoi, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Habt ihr auch Äpfel mitgebracht? Ja, ja, haben wir. Einer schöner als der andere. Nicht so runterbumsen. Goldköpfchen, wo kämen wir denn hin, wenn wir die wie rohe Eier behandeln würden? Chef. Ja? Ja, das ist natürlich was anderes. Warum nicht gleich? Danke. Die anderen bitte gleich nach vorn. Der Chef hat gesagt nach hinten. Da hat er sich geirrt. Ja, ja, wie gnädigste wünschen. Ihr Wunsch ist mir Befehl. Endlich haben wir mal schöne Äpfel im Angebot. Wurde Zeit, die anderen kauft sowieso keiner. Wo fahren Sie denn die Äpfel hin? Ich fahre sie dorthin, wo man sie haben will. Ich habe Ihnen doch deutlich gesagt, hinten abladen. Ach, leckt mich doch alle. Einigt euch erst mal, wer Chef sein soll, und dann meldet euch wieder. Aber macht mir nicht zum Affen. Irschinka! Hier macht jeder, was er will. Bitte. Wenn ich sage hinten, meine ich auch hinten und nicht vorn. Und ich weiß auch, warum ich das sage. Diese Äpfel werden nur... Diese Äpfel werden verkauft, wenn die alten verkauft sind, verstanden? Naja, aber dann werden die schlecht. Dann wäre es wohl am besten, wenn wir die alten Äpfel überhaupt nicht verkaufen, was? Ich wollte aber, dass die Kunden auch mal Äpfel wie diese hier kriegen. Nun aber Schluss. Die Kunden sollen aber zu mir gerne kaufen kommen. Die kommen doch sowieso. Schließlich sind wir hier weit und breit die einzige Kaufhalle. Wenn Sie die alten Äpfel im Preis heruntersetzen würden, können Sie die neuen daneben verkaufen. Ah ja. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Sachen. Das ist im Handel durchaus üblich. Mischen Sie sich nicht ein, Kollegin. Er ist und bleibt ein Flegel. Ach, macht euch nichts draus. Den ändert ihr sowieso nicht mehr. Der Meinung bin ich jetzt auch. Wenn der mich wild macht, da knall ich ihm die Kästen hin. Vor die Füße knall ich sie ihm. Hab ich das nötig? Na ja, was denn? Ich bin verheiratet und versorgt. Sie haben's gut, Oma. Sie haben's gut. Jirschinka, heul nicht, damit änderst du nichts. So ist nun mal das Leben. Das hätte ich nicht gedacht von Ihnen. Was hättest du nicht gedacht? Dass Sie davonlaufen. Und was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Sie geben gleich auf. Früher waren Sie ganz anders. Guten Tag. Guten Tag, Sonja. Hast du irgendwas? Nein. Aber alles in Ordnung ist bei dir nicht. Jirschinka hat eben gesagt, ich würde davonlaufen. Und jetzt denke ich darüber nach. Entschuldigung. Guten Abend. Guten Abend. Setzen Sie sich was auf den Kopf, es regnet. Ach, was schadet nichts. Vielleicht wachsen die Haare.
Frau Wawschenzowa. Frau Wawschenzowa. Was haben Sie in meiner Wohnung gemacht? Bei Ihnen war die Tür offen, Frau Wawschenzowa. Guten Tag. Was denn, sie war einfach auf? Ja, einfach auf war sie. Ich habe geklopft und geläutet und dann habe ich sie verschlossen. Hier sind die Schlüssel, bitte. Wieso machen Sie das? Wohnungstüren schließt man immer ab. Bitte, nehmen Sie. Vielleicht stecken Sie mit ihm unter einer Decke. Sagen Sie mal. Er schleppt dauernd Weiber hier ran. Wissen Sie, was Sie da sagen, Frau Wawschenzowa? Sagen Sie bloß, Sie wissen nicht, wovon ich spreche. Sie ist runtergelaufen, ich habe sie gesehen und Sie haben sie auch gesehen. Ich bin hinterhergelaufen, aber ich habe sie nicht erwischt. Das stimmt. Nur wieso ich mit Ihrem Mann unter einer Decke stecken soll, das begreife ich nicht. Wenn es wirklich so ist, dann bezeugen Sie es bitte auch vor Gericht, ja? Was soll ich bezeugen? Dass er heute hier war mit ihr. Aber woher soll ich das wissen? Sie machen es also nicht? Was ich nicht weiß, kann ich auch nicht bezeugen. Sie machen es also nicht? Selbstverständlich nicht. Ich lehne es ab. Wissen Sie, dass ich das erwartet habe? Wieso? Eine Frau, die selber fremde Kerle mit in ihrer Wohnung schleppt, kann ja nicht vor Gericht dagegen aussagen. Guten Abend. Guten Abend. Mit diesem Mann gehen Sie sicherlich auch nicht aufs Standesamt. Oder vielleicht doch? Du machst ein Gesicht, als würdest du es glauben. Was? Na, den Blödsinn, den sie eben erzählt hat. Weder ja noch nein. Ich frage nach nichts. Ich höre nur zu. Ahoi, ihr seid schon da? Ja. Ich hab euch gar nicht kommen hören. Grüß dich, Mann. Ahoi. Vergesst nicht, dass der Sand rinnt. Was denn für ein Sand? Natürlich der in der 48-Stunden-Uhr. Wissen Sie was? Fragen Sie doch mal in der Röntgenabteilung. Vielleicht ist sie dort. Drüben, dritte Tür links. Danke. Was um Gottes Willen soll sie bei uns? Schließlich sitzt sie in der Ambulanz. Natürlich müsste sie hier sein, aber sie ist verschwunden. Ich vermisse sie auch schon eine ganze Weile. Was machst du denn hier? Ich muss zur Untersuchung. Bist du krank? Nein. Ich fahre weg. Du fährst weg? Ist das für lange? Nein, nicht sehr lange. Ich bin... Das heißt, du weißt doch, meine Mutter arbeitet hier. Ja, ich kann mich erinnern. Sie habe ich nicht gefunden, aber dafür dich. Ein seltsamer Zufall, gerade heute. Wenn man im gleichen Stadtviertel wohnt, geht man sicher auch in die gleiche Poliklinik. Ja, das stimmt natürlich. Dann mach's gut. Doch. Auf Wiedersehen. Kinder. Komm mit drauf, Petja, dann bin ich nicht so allein. Du bist ja nicht allein. Fati ist da und Michala. Mhm. Na, meinetwegen. Ist gut. Um 7 essen wir. Ist gut.
So kommst du nicht weiter. Also überleg mal, eventuell gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ich weiß keine. Meiner Meinung nach ja. Ahoi. Ahoi, Maminka. Guten Abend. Ich mach das Abendessen. Lasst euch nicht weiter stören. Damit ist unser heutiges Abendprogramm beendet. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Nachtruhe. Also werde ich mal gehen. Und schlaf gut. Schlaf schön. Gute Nacht. Gute Nacht, Vati. Nacht, mein Mädel. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Wofür? Na, wegen gestern. Selbstverständlich glaube ich dir und nicht diesem hysterischen Frauenzimmer von nebenan. Aber ich war etwas abgespannt. Mach dir nichts draus, ich auch. Ich hatte schon Angst, dass uns Michala wieder ermahnt. Ich habe ihr gesagt, sie soll es nicht tun. Deswegen. Gute Nacht. Gute Nacht. Jerzy. Gute Nacht. Ich grüße euch. Erlaube mir mitzuteilen, dass Orlina Skarapeshova den Dienst quittiert hat und die Frau des Ingenieurs Radimtschow ihren Platz einnimmt. Ahoi, ahoi. Die Hochzeitsreise heim verlief völlig problemlos. Der junge Ehemann hat sich absolut verausgabt. Ich meine, auf finanziellem Gebiet. Die junge Frau, guten Tag, Frau Müllertschowa, ist gesund und munter. Und ein Kind machen wir auch in nächster Zeit. Kollege Stellvertreter, eigentlich wollte ich zu den Halbleitern überlaufen, aber weil sie mir so schrecklich leid tun, bleibe ich natürlich. Melden Sie mich schnellstens für irgendeine Qualifikation an, damit ich meine Bildung steigern kann und vor allem mein Gehalt. Jirschenka, für dich habe ich einen Bräutigam und für dich ein fantastisches Geschäft. Geschäft? Andolka, Manometer, wirst du staunen, was ich dir zu sagen habe. Kann mir schon denken, dass du mir was erzählen. Staunen wirst du? Na, junge Frau, wie fühlst du dich denn so? Du, ob du es glaubst oder nicht, Anna, ich bin richtig glücklich. Warum soll ich dir nicht glauben? Dein Mann macht auf mich den allerbesten Eindruck. Auf mich auch, stell dir vor. Das steigert sich sogar von Tag zu Tag. Oh! Olli, herzlichen Glückwunsch. Oh. Was macht die Ehe? Glückwunsch, Olinka. Ich habe gedacht, ich kann nicht mehr zurechtmustern, aber das Gegenteil trifft ein. Zum Beispiel unsere Verwandtschaft, die ertrage ich überhaupt nicht mehr. Die haben doch bloß für ihre Hamsterei Interesse. Wenn ich jemals geahnt hätte, dass die Halbleiter so wahnsinnig interessant sind, dann hätte ich die Salami längst sausen lassen. Ach, deshalb stürzt du dich auf die Qualifizierung. Findest du es falsch? Im Gegenteil, prima. Und der Fanny? Ach, Fanny. Fanny gehörte meine Vergangenheit. Ein braver Junge, aber ein Einfallspinsel Gottes. Der Fortschritt schreitet eben unaufhaltsam voran. Die Jungs vom vergangenen Jahr reichen mir doch in diesem Jahr nicht mehr aus. Aber verlassen wir die Philosophie und auch die Theorie. Praxis ist, dein Ex-Gatte poussiert meine Schwägerin. Und das wolltest du mir sagen? Das weiß ich. Schon auf deiner Hochzeit. Was heißt auf der Hochzeit, Mensch, Anna? Da fing's doch nur an, aber es geht weiter. Immer noch? Ja, immer noch. Natürlich. Gestern, heute, jeden Tag in dieser Woche. Ich weiß, dir kann es ja egal sein, aber mir ist es nicht egal. Ich könnte mir in den Hintern beißen vor Freude. Sie ist ein ganz gemeines Luder. Die wird ihm schon die Armelbeine langziehen. Bitte?